Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Online. Beim letzten Mal haben wir unseren Bahnhof hier am Bauernhof weitergebaut. Hallo Zombie. Und haben hier sogar schon das Dach fertig. Genau. Und ich habe gerade Hunger. Und das ist die letzte Ofenkartoffel. Aber ich habe hier noch Brot. So. Und in diesem Part möchte ich schon mal so ein paar Vorbereitungen treffen. Damit meine ich, erstmal einige Öfen brauchen wir, weil wir ja halt die neue Strecke hier durch das Meer machen mit Glas und so weiter und so fort. Und da brauchen wir halt eine ganze Menge Glas und ich habe eine ganze Menge Sand dabei, aber dieser Sand muss natürlich erstmal zu Glas verarbeitet werden. Und darum würde ich mal sagen, ich mache hier jetzt mal Slash Spawn und hole mal Kohle und Öfen. Weil es nützt natürlich nichts, wenn ich jetzt die Öfen hier in Long Hills aufstelle und dann die ganze Zeit am Bauernhof bin. Dann ist ja hier dieser Schrank nicht geladen und ja, das Glas wird nicht gebrannt, beziehungsweise der Sand wird nicht gebrannt zu Glas. Darum muss ich die Öfen am Bauernhof dann aufstellen. Habe ich eigentlich noch so öfenmäßig? Nee, das habe ich ja dort hin. Hinten dürfte ich die haben. Wenn ich drei Öfen habe ich noch. Naja, dann mache ich mir nochmal aus einem Stack Kobbel, mache ich mir nochmal 8 Öfen dazu. So. Hier. Und damit es dann eine gerade Zahl ist, mache ich nochmal so. 12 Öfen. Dann werde ich hier nochmal einiges an Kohle holen. Nehme ich Kohleblöcke. Nee. Hier ist 2 Stacks. Nicht Kohle, sondern Kohle. Und dann geht es jetzt auch wieder zurück. Weil Sand habe ich ja hier noch dabei. Wo stelle ich denn die Öfen auf? Stelle ich die hier im Dings hier auf oder woanders? Das ist jetzt eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ich denke mal, ich werde die am Bahnhof aufbauen. Die kommen natürlich dann später wieder weg. Ist ja klar. Ist ja klar. Soll ja nur provisorisch sein, weil, ja, wozu braucht man dann später so viele Öfen hier? Ich setze ich einfach mal hier hin. So, hier noch oben drauf und dann noch 3. So, dann wie viel Inventarplatz habe ich? Ich mache mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann erstmal hier den ganzen Öfen hier befüllen. Und mit den Restkohle, das welches ich dann noch habe, dann. Ja, werde ich dann über die restlichen 3 Öfen. Ne, 4 Öfen. Dann aufteilen. So, einmal da, einmal da. Da und da. Und hier mal wieder zusammenstecken. So. 32 Kohle bleiben übrig. Jedenfalls habe ich ja hier im Rucksack noch, nicht in diesem Rucksack, aber da habe ich auch noch Sand drin. Genau, aber den nehme ich ein anderes Mal raus, weil ich habe ja hier extra in diesen Rucksack extra viel Sand reingetan. Und hier habe ich ja auch noch 2 Stacks Kohle. Will ich mal hier diese Kohle mal da rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann nehme ich doch noch den Sand aus dem anderen Rucksack. So lange schmeiße ich mal den Sand hier hin. Nee, eigentlich wollte ich hier die Steinziegel mal so lange hinschmeißen. Und dann los geht's mit Brennen des Sands. Da kriegen wir eine ganze... Ach, waren das jetzt so? Nee. Ich dachte, das wären jetzt nur 32 gewesen. Aber da kriegen wir jetzt eine ganze Menge Sand raus. Ich weiß selbst nicht, wie viel Glas wir brauchen. Was ich aber auch nicht weiß, ist, kann man Schienen auf Glas platzieren? Ich glaube nicht, aber ich kann das gerne dann mal ausprobieren. Weil ich muss ehrlich sagen, ich selbst weiß das gar nicht. Muss ich da mal machen, aber erstmal mache ich hier mal ein paar Türen. Habe ich? Ja, habe ich. Das ist sehr, sehr gut. Mache ich hier mal ein paar Türen. Einmal da und einmal da. Dasselbe auf der anderen Seite nochmal. Dann werde ich hier jetzt mal den... Sehen wir hier zu Terraform. Ich hatte zwar in der letzten Folge gesagt, dass wir hier mit der Inneneinrichtung schon mal anfangen, aber irgendwie habe ich jetzt keinen Bock darauf. Ich will hier irgendwie schon die Schienen anfangen.
so schnell wie möglich, damit ich auch dann Offscreen vielleicht auch schon weitermachen kann. Damit mache ich also die Strecke. Den Anfang will ich ja mit euch machen und dann geht irgendwann mal, also nach ein paar Folgen, mache ich das dann halt Offscreen. So ist ja mein Plan. So, ob jetzt die Erde reichen wird, weiß ich nicht, weil ich habe, glaube ich, noch was im Rucksack. Nein, doch, da. Ein Stack. Mehr habe ich nicht im Rucksack. Dann natürlich nicht. Doch, ha, ich habe da noch eine ganze Menge. Ich hatte schon Angst bekommen. Schon richtige Angstzustände. So, ich will hier nicht das verrottene Fleisch aufsammeln. Nein, ich will nicht das verrottene Fleisch aufsammeln. Nee, nee. Ist nicht gut so. Schmeckt nicht. So, ach, es regnet. Hier schneit es ja. Sollte es eigentlich, aber der Shader sagt, nö, nehme ich jetzt nicht. Apropos, ich hatte mal überlegt, ob ich hier mal wieder ein anderes Texture Pack mit reinnehme. Und zwar, was wollte ich nehmen? Das Doctor Who Texture Pack. Das hatten wir ja damals mal drin, als wir das Schiff am Hafen gebaut haben. Und schadet ja mal nicht, auch mal wieder dieses Texture Pack mal mit reinzunehmen. Das sieht ja auch um einiges anders aus und mir gefällt das ja eigentlich auch. Darum habe ich das bisher zu wenig genommen. Und mal einen anderen Shader hier, den Rudoplech. Oder ich nehme mal wieder diesen Shader. Ach ja, das stimmt. Stimmt ja, da waren ja auch hier diese komischen Tropfen hier am Bildschirm, was auch richtig cool war. Stimmt. So. Hier will ich jetzt mal eine Abgrenzung machen. Weil bis dahin will ich... Bis dahin will ich hier zu terraformen. Hier alles. So, wie komme ich da jetzt am besten? Ah, so. So. Alles jetzt hier wieder ein bisschen komisch mit einem anderen Texture Pack. So, ich werde hier mal so mal alles hier zumachen. Das hier ist eine Feder. Okay. Habe mich nämlich gewundert, was ich da im Inventar habe, aber dann. Kick mich aus dem TS, please. Bin angeblich schon drin. Ah. Ich kann jetzt nicht. Ich bin nicht im TS drin, weil ich jetzt irgendwie keinen Bock habe oder so. Ich will alleine ein bisschen herum erzählen. So. Da noch. Da ist er weg. Ich werde mal hier jetzt mal den Regen ausmachen, damit wir auch was von der Sonne sehen bei diesem Shader. Weil ich denke mal, ab der nächsten Folge werde ich wieder das andere Texture Pack und auch den anderen Shader wieder mit reinnehmen. Mal schauen. Mal schauen. So, dann wäre der See fast zu. Dann muss ich das hier alles noch angleichen. Auf dieselbe Ebene alles. So. Die Erde sollte reichen. Ich habe ja noch was im Rucksack. Hier noch und da und da und da und da. Ob dann der Stack, den ich da im Inventar noch habe, reicht? Und also damit meine ich halt, dass ich, ob dieser Stack jetzt hier reichen wird, weiß ich nicht. Aber nee, wird das nicht. Nee, wird nicht reichen, denke ich. Oder könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Wie gesagt, notfalls habe ich im Auge gesagt, nochmal. Doch, das reicht. Das reicht. Das ist schön. So, hier auch schon schön ausgeleuchtet. Und natürlich hier die Felswand. Alter, leck. Eliminieren. Ich habe ja jetzt hier auch den Dr. Who Skin. Passt also. Das passt also. Ah, Dalek. Doktor. Ich bin der Doktor. Ich komme vom Planeten Gallifrey. Ich bin der Letzte meiner Art. Und ich habe einen großen Krieg hinter mir. Einen großen Krieg, den ihr euch nie vorstellen könnt. Einen Zeitkrieg. Ich habe meine ganze Rasse ausgelöscht. Und die Daleks außerdem auch noch. Aber die kommen trotzdem immer wieder vor. Und ja. Ich bin ein Time Lord. Nee, bin ich leider nicht. So. Dann ist jetzt wieder Tag. Wir haben da jetzt hier die ganze Erde jetzt verlegt. Könnte man eigentlich jetzt schon hier mit einem Steg anfangen, aber
Doch, könnte. Doch, machen wir. Machen wir. Dass ich hier weiß, wo wir jetzt hier anfangen. Also nicht Steg, sondern Bahnsteig. So heißt das. Dann naja, auch schon mal die Frage, ob die Mehrzahl Bahnsteige oder Bahnstege heißt. Ich hab's herausgefunden, es die Mehrzahl von Bahnsteig heißt Bahnsteige. Wer hat es gedacht? Ach. Ja, da hatten wir ja mal so eine Diskussion. Ist schon ein bisschen länger her, da haben wir am Bahnhof am Spawn gearbeitet. Angefangen war so noch vor der 200er Folge, glaube ich. So. Dann soll's hier anfangen. Stimmt, wir haben ja eine Behutsamkeitsschaufel. Fiel mir ja jetzt gar nicht mehr auf. So, bis hierhin, genau. Bis dorthin. Dann mache ich hier noch und da und da und da. Das war natürlich jetzt schon eins zu weit. Ja, Grasblöcke, eins dahin. So. Hier kommt auch noch mal was hin. Anders als bei den anderen Bahnhöfen möchte ich hier vorher so einen kleinen Gang nach vorne haben. Dass hier der Bahnsteig ist und hier so ein bisschen grün, ein bisschen gartenmäßig. So ein bisschen freundlicher. Das war ein kleiner Bug. Nein, das war kein Bug, das war ein Feature. Ja, ein Feature von Minecraft. Höchstpersönlich. Wie breit habe ich denn das bei den anderen Bahnhöfen nochmal gemacht? Ich schaue mal hier auf die Karte, wenn ich hier mal schaue. Zum Beispiel dieser Bahnhof. Also ich meine das hier, was hier jetzt in blau ist. 1, 2, 4 weiter, okay. 4 weiter. Dann machen wir das hier auch. 4 weiter. Wäre ja gedacht, wenn ich. Diese Schaufel hält auch nicht mehr lang. Fällt mir mal so gerade auf. Ja. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Dann hatte ich ja, glaube ich, mal Fichtenholz als Boden genommen. Wenn nicht, Pech. Nee, nicht Fichtenholz. Schwarzeich? Weiß es nicht. Nee, oh, ich bin so doof. Natürlich Steinstufen haben wir immer genommen. Stimmt. So, Werkbank. Das? Nee, das ist Grundgestein. Nee, ich habe die Werkbank da vorne hingetan, genau. Wie weit sind die Öfen? Na, nicht mehr lange. Dann sind die durch. Und zwar, ich brauche Steinstufen. Habe ich überhaupt Stein dabei? Wäre sehr, sehr gut. Den habe ich leider. Sieht nicht danach aus. Hier, mal schauen. Das ist dieser andere Rucksack. Doch, hier. Habe ich noch ganze Steinstufen? Nee, leider nicht, aber Stein ist schon mal viel wert. Die sehen zwar jetzt so bläulich aus wegen dem Texture Pack, aber bitte nicht irritieren lassen. Das liegt halt nur an dem Texture Pack. Das soll das Tadesblau nachahmen. Wer Dr. Who nicht kennt, ich kann die Serie einfach nur empfehlen. Es ist eine Science-Fiction-Serie. Und es geht um einen Doktor, der. Also kein richtiger Doktor, sondern einfach, der nennt sich einfach nur so, diese Bezeichnung Doktor ist ein Versprechen, niemals feige sein, niemals aufgeben, niemals gewalttätig sein und so weiter und so fort. Der ist ein Zeitreisender, der letzte seiner Art, der hat im ewigen Krieg mitgekämpft, ewigen Zeitkrieg. Und der reist mit seiner blauen Telefonzelle herum. Die Telefonzelle ist aber auch nur. Sieht halt nur so aus, weil so ein Chameleon-Chip kaputt ist. Weil sein Raumschiff passt sich eigentlich immer der Umgebung an. Und bei einem Ausflug ist dieser Chameleon-Chip kaputt gegangen. Und seitdem ist dieses Raumschiff nur noch eine Telefonzelle. Und diese Telefonzelle ist von innen größer als von außen. Dieses Raumschiff kann nicht nur durch den Raum fliegen, sondern auch durch die Zeit. Der Doktor rettet Zivilisationen, Planeten und. Also ich kann die Serie nur empfehlen, wie gesagt. So. Ja, es sieht dann später hier steinig aus, nicht so blau. Ich wollte das jetzt mal loswerden. Diese Empfehlung, sag ich mal. So. Dann hatte ich ja hier an den Seiten immer so ein bisschen Schwarzeichenholz, genau. Wir machen das auch wieder so ähnlich. Also nicht ganz so hundertprozentig, aber so ähnlich. Den Teil, den ich jetzt hier mache, der bleibt gleich. Genauso wie bei den anderen Bahnhöfen. Aber beim Rest, da bin ich mir noch nicht sicher.
Ich muss aber vorher erstmal schauen, habe ich noch im Lagerkeller Schwarzeichenholztreppen? Weil ich möchte mir jetzt nicht extra neue machen. Weil ich glaube mal, Schwarzeichenholztreppen hatte ich noch welche. Und das, was ich hier übrigens in der Hand habe, das ist ein Schallschraubenzieher. Also ein Schallschraubenzieher für einen Schall. Und das ist hier der erste Doktor. Der Doktor kann sich übrigens auch re regenerieren. Das bedeutet, wenn er beispielsweise zu alt geworden ist, sein Körper zu alt nicht mehr kann und er im Sterben liegt oder irgendwie durch eine Attacke oder so, der Doktor tödlich verletzt wurde, dann regeneriert er seinen Körper. Also das bedeutet, er kriegt ein anderes Aussehen. Ein neuer Schauspieler wird sozusagen eingesetzt. Sein Charakter ist anders, sein Aussehen ist anders und das ist auch eines der Besonderheiten an Doctor Who. Und das halt, da dieser Mann da eben war halt der erste Doctor Who Darsteller, beziehungsweise der erste Doctor Darsteller. Der Skin, den ich hier habe, das ist der 10. Doktor David Tennant. Vielleicht kennt der eine oder andere David Tennant. Hat in Harry Potter, glaube ich, mitgespielt und in einigen anderen auch noch Serien oder so. Nur zwei Schwarzeichenholzstufen? Oder habe ich noch was im Rucksack? Schwarzeichenholzbretter habe ich auf jeden Fall noch was im Rucksack. Fischenholztreppen? Ja, dann mal ist. Ah, das ist wieder der falsche Rucksack. Habe ich hier noch was? Habe ich hier noch was? Noch weitere Schwarzeichenholztreppen, das ist schon mal gut. Da habe ich noch eine Menge Eichenholz. Oh mein Gott! Gut, das ist hier schon mal ein Anfang. Gehe ich hier mal zur Werkbank hin. Stimmt, hier habe ich ja auch noch Glas drin. Das nehme ich auch mal gleich mit. Haben wir schon mal einen Anfang an Glas. So, das war's jetzt so mit Schwarzeichenholztreppen, also so viele wie ich haben wollte. Nehme ich hier mal das Glas raus. 49 Stück. Und bevor ich hier was anderes mache, möchte ich schauen, ob man Schienen auf Glas verlegen kann. Das habe ich mich ja da noch gefragt. Dann probiere ich das jetzt mal hier aus. Nee, leider nicht. Okay. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Dann hätte man auch unter einen dann so schauen können. Aber, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Muss ich mit Kabel irgendwie so improvisieren oder so. Schade, Schokolade, auf jeden Fall. So. Dann baue ich mal hier mit der Axt ab, weil auf der Axt Behutsamkeit drauf ist. Könnte ich auch mit der Schaufel abbauen, ist auch Behutsamkeit drauf. Genau. Naja. Dann tue ich erstmal die Schienen wieder in die Kiste rein, weil die brauchen wir. Haben wir die? Echt eben. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Die lasse ich hier. So, dann slash home. Wie geht es wieder zurück? Hallo Schafe, hallo Kühe. Hallo Dalek, ein roter Dalek. Hallo Pferde. Hallo Häschen da hinten. Da hinten die Kühe und die Schweine. Was ist denn das hier? Ach, schöne Rose. Die gefällt mir. So, wir haben ja hier die Treppen geholt. Mal schauen. So, das ist ja das. Ah, ich wollte mich nicht hinsetzen. Das ist ja genau dasselbe wie an den anderen Bahnhöfen. Das reicht? Ja, das reicht. Und hier, ja genau, so. Habe ich bei der anderen Seite leider nicht. Mache ich das hier nochmal ganz schnell. Dann hier so ein kleiner Garten hin. So, habe ich. Ja, habe ich. Dann würde ich vorschlagen, ich mache mal hier 1, 2, 3. So. Hier mal ein bisschen Erde weg. Und hier mal ein bisschen Erde hin. Weil hier kommen dann die Schienen hin. Wahrscheinlich geht es dann hier auch wieder um die Ecke, genauso wie am Hafen. Mal schauen. Mal schauen. Dann fängt ja hier sozusagen die Strecke auch schon an. Das ist hier jetzt der erste Teil von einem großen Stück. Ah ja. Aber wenigstens haben wir in diesem Part, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession, keine Internetprobleme. Für mich war das erst vorhin, diese Aufnahme mit den Internetproblemen, wo wir, ja, die Internetverbindung verloren haben, sozusagen. Aber ich bin beruhigt, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. So, ich brauche hier. Und zwar möchte ich hier einmal.
Och, ich habe da jetzt ernsthaft Steinziegel verbaut. Ich bin ein Dummkopf. Es kommt auf einen, wenn man ein anderes Texture-Pack reinnimmt. So, Steinziegel tue ich erstmal dabei. Ja, sehen auch genauso aus wie normalen Kobbel. Nee, nee, nee. Noch mehr habe ich da noch. Tue ich auch mal hier rein. Das ist halt, was ich gerade nicht brauche. Es wird Nacht, aber ich habe jetzt keinen Bock, schlafen zu legen. Gehen, wie auch immer. So.